Da sind wir wieder und wir haben euch ja versprochen, wir setzen eine Schlüsselkarte ein. Mann, ist das aufregend bei GameCube immer, ne? Achso, jetzt ist ja wieder schwerelos. Und jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie von oben da reinfliegen. Da kommen sie jetzt schon wieder alle angeschissen, ey. Ich war das im Original auch, dass es da so große Räume gab? Ich weiß nicht so. Was zur Hölle? Aber da täuscht dann die Erinnerung ja manchmal auch ganz schön. Irgendwas habe ich auch letztens gespielt, wo ich gedacht habe, das sah doch ganz anders aus in meiner Erinnerung. Der Kreis steht jetzt hier wieder. Ah, der hier, hier ist einer. Ja, komm. Hey, wo siehst du denn da was? Ich habe auch gute Augen. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich hatte nur wieder Augen für das volumetrische Licht. Ist aber auch schön. Hast du eigentlich dir das Dings angeschaut, das Video, was hier weitergeleitet hat? Half-Life Raytracing? Noch nicht, ja, kurz. Ich hatte es mir aber. Ich bin ja inzwischen mehr so ein Sucker für Reflexionen als für farbige, volumetrische Global Illumination Effekte. Deswegen aber Reflexion hat es ja auch genommen. Ja, dann habe ich ja, mir ja, die bei Half-Life immer ein bisschen anders oder. Also bei dem Half-Life Fast Tracing, da ist alles drin. Okay. Schatten, Reflexion, Leuchtung. Okay. Nee, ja, kann man ja sie vielleicht mal installieren und dann angucken. Jetzt auf den ersten Blick dachte ich mir so, ja, wie mich ja Quake auch in Raytracing jetzt nicht so um Socken, von Socken gehauen hat wie dich. Ja. Ja, mich haut es ja auch nicht unbedingt jetzt total, wie es am Ende aussieht, sondern eher wegen der technischen Bedeutung haut es mich ja eher von den Socken. Also wie cool das halt einfach ist, dass es einfach richtig das ja, simuliert, ohne dass man irgendwas noch groß setzen muss. Ja, das stimmt. Also die Idee dahinter finde ich ja halt so cool. Schwerelosigkeit deaktiviert. So, das bringt mir jetzt hier aber immer noch nichts. Toxische Gefahr registriert. Und deshalb hätte ich es ja auch so gerne in Atomic Heart gesehen. Da zum Beispiel finde ich die PC-Version so smooth, sie läuft. Die hat so einen ganz merkwürdigen, als hätte man so einen Schärfefilter reingedreht. Sieht ganz schlimm aus. Und auf der Konsole, auf der Xbox habe ich es nicht und da läuft super cool. Hast du mal geguckt, ob du nicht irgendwas anhast vielleicht? Nee, also ich hatte nichts an dergleichen und ich habe auch nichts im Treiber an oder so. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Muss ich hier, ich kann auch mit Telekinese irgendwie nichts beiseite ziehen, aber ich muss in diesen Raum rein. Was sagt denn jetzt die Straßenkarte? Initiere Keucher 7. Mich wundert halt, dass du da ein Stase-Ding kriegst. Ja. So, warte mal, war da nicht wie noch eine. Oh, ach, guck mal, du musst doch da lang. Toxische Gefahr. Vielleicht ist jetzt irgendwie diese Tür geöffnet oder so, komme ich von der anderen Seite ran. Nee. Das will er doch wieder wohnen. Mich woanders hinschicken. Sowas wie Granaten habe ich ja nicht, ne? Also ich habe schon diese eine Laserbombe, aber die. Jetzt muss ich hier oben rein. Schwerelosigkeit deaktiviert. Gut, aber hier war ich ja schon mal, ne? Jetzt geht's ja wieder zurück, da wo ich vorhin nicht rein wollte. Ja. Naja. Dann machen wir es halt so, wie das Spiel das will. Langweilig ist das. Aber ist denn die Mission noch ausgewählt als aktive Mission? Ja, sonst würden ja die anderen Keuche auch nicht angezeigt werden. Ist ja auch lustig. Missionen. Indiziere Keuche 7 und 8. Und dann. Genau, einer ist dann hier in diesem Schwerelosraum oben irgendwo. Und der andere ist der, den wir schon gesehen haben, wo ich aber an die. Ins Geschwür nicht richtig rankomme. Das wäre eine Reparaturmission und nicht. Dass ich meinen toten Bruder sehen würde. All diese Toten. Stell dir vor, was der Marker in den falschen Händen anrichten könnte. Geht es jetzt wieder um die CEC? Ich denke nur nach. Wenn irgendein Firmenarschloch versucht, den Marker zu klauen, könnten wir beide etwas dagegen tun. Dieses Wenn erscheint mir etwas gewagt. Komm schon. Wo ist Hammond? Was macht er? Weiß nicht. Wenn ich mich nicht konzentriere, geht uns die Luft aus, bevor es eine Rolle spielt.
Oh, noch einer. Jetzt geht bestimmt gleich das Ding da wieder an. So, wo sollte ich jetzt noch hin? Und hier rauf irgendwo, ne? Aber wo genau? Da ist noch einer. Bist du noch da? Ja. Bist gespannt, oder? Wie es hier weitergeht. Oder aufregend alles. Au. Total. Irgendwo schießt... Ah, hier ist noch einer. Au. Mann, ihr nervt doch. Ey, der scheißt nicht aus meinem Ohr raus, ey. Das kann ja so nicht wahr sein. Ah. Aber was hast du damit jetzt verlangsamt? Wow. Aber so wahnsinnig viele Gegnerarten sind es am Ende auch nicht, oder? Nee. Was war denn das jetzt noch? Ich meinte, dass es nun so viele, so vielseitige Gegner hätte. Da oben ist noch irgendeiner. Ah, hier ist noch ein Baby. Ja, komm doch her, du Baby. Ah, da haben wir doch noch eins reingewirkt. Schwerelosigkeit aktiviert. Schwerelosigkeit. Ja, vielleicht mit allen ja. Bossgegnern dann noch. Ja. Vielleicht kann ich auch muss ich erst mit dieser komischen Turbinenreinigung die ganzen anderen Tentakel wegmachen und dann komme ich in den Raum unten rein. Ja, warum nicht? Warum nicht? Oh, ich muss mal hier Fenster bei mir aufmachen. Ich habe so wenig Sauerstoff in diesem Zimmer drin. Wahnsinn. Mir geht's wie Isaac hier. Dann auch auf dem Rücken so eine Zahl, die ich nicht lesen kann. Wahrscheinlich habe ich auch am Rücken so eine leuchtende Wirbelsäule, wo nur noch so ein Balken drauf ist. Ja. Keine Power mehr, aber ich sehe es halt nicht, ne? Ich weiß oh, halt nicht. Hier ist aber auch gefährlich. Holla. Da würde ich aber nicht mit dem Sprengfass reingehen. Könnte eine gute Idee sein. Lauter Geschrei draußen vorm Fenster. Wohl. Siehst du? Aber hat die Box erwischt, ne? Ist ja explodiert. Ah. Oh, shit. Ah, verdammt. Vielleicht macht das. Ne, macht er nicht. Oh. Oh, Gott, das war klar. Fuck. Ja, was muss man denn jetzt da auch noch attackiert werden in dem Gang? Aber ist doch der Klassiker, oder? Ja, ist bescheuert, also. Aber gut. Der bescheuerte Klassiker. Also ich bin ehrlich, mir geht der mittlere Schwierigkeitsgrad jetzt nicht ab. Das ist auch so schon lästig genug alles. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu Infiltrationsrohren. Aber du hast doch jetzt schon runtergedreht. Was? Das war jetzt das neue Safe Game. Ah, ja, aber ich dachte, da ist schon runtergedreht vom Schild jetzt gerade. Ja, ja. Also, wie gesagt, schwieriger brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach so, okay, gut. Sorry. Also, wenn ich jetzt noch mehr Kämpfe oder mehr Stress in den Kämpfen hätte als jetzt, kann ich jetzt auch so mitleben. Das braucht keiner.
Jetzt schauen wir mal, wann der signalisierte. Ich glaube, mit diese Klappen zugehen, dass dann gleich das Feuer kommt, oder? Ja, es geht zu genau dann. Vielleicht ist die Lösung auch eher, dass wenn dann Gegner kommen, dass man zurückgeht, weißt du? Kann schon sein. Und die vielleicht schnell genug hinterherkommen und sie dann vom Feuer bestellen. Da muss man keine Munition an sich verschwenden. Weiß doch, der Munitionskredit. Da ist er. Ja, genau. Jetzt muss er mich halt nur noch durchlassen, ne? Und so hat er doch funktioniert. Naja, fast. Naja, du hast jetzt die Räume nicht ausgenutzt, aber es ist gut. Letztlich, ich meine, du lebst noch. Ja. Noch stehst du. Na, hast du Atomic Heart denn schon weit gespielt? Nee. Nur ich habe mir nur am Anfang mal kurz angeguckt, weil ich das mit der Grafik sehen wollte und da hat mich eben dieser Schärfefilter enorm irritiert, weil der auch nicht ausging und da war auch kein DLSS dran schuld oder sonst irgendwas, deswegen war ich ein bisschen überrascht. Okay. Ja, Das ist die Optik ja schon durchaus beeindruckend jetzt gerade am Anfang. Ich werde wahrscheinlich keine Zeit haben, das Spiel groß zu spielen. Hier bin ich jetzt richtig, oder? Nee. Achso, nee, das war jetzt hier irgendwie der Nebenbereich, aber dann schauen wir uns das trotzdem mal her. Ach nee, der Keucher ist... Da gibt es gleich mehrere Wege, wo man hin kann. Ja, der Keucher ist vor allem in so einem schmalen Gang, dann gehe ich da jetzt erstmal hin. Dann machen wir erst den. Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Toxische Gefahr registriert. Kommt ja dann im März, kommt ja dann das Resi-Remake, ne? Und... Ui, das ist was. Und für April ist jetzt aber auch schon wieder so ein Horrorspiel im Resi-Stil angekündigt, allerdings also Nachfolger von, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Dieses Daymare Nachfolge davon. Daymare Sandbox oder Sandcastle oder so heißt das. Das muss auch irgendwie bitter sein, wenn du mehr oder weniger nach drei solchen super aufwendigen Third-Person-Horror-Survival-Spielen kommst mit deinem kleinen Indie-Projekt, wo halt schon der Vorgänger echt die Priorität an die völlig falschen Stellen gesetzt hat. Und die Demo vom Nachfolger hat jetzt auch nicht gerade, ehrlich gesagt, das ist auch nicht gerade einen guten Eindruck hinterlassen. Schwierig. Ja. Ob man sich dann quasi immer auf den Kampf mit den Großen so einlassen sollte oder nicht vielleicht auch eher eine andere Lösung suchen müsste, sowas wie Signalis. Wenn man so offensichtlich jetzt, da auch nicht jetzt so bin ich, jetzt bin ich genau in dem Raum. Das war einfach nur ein Umweg. Ja, ich kann ja nur jedem, der jetzt das Geld jetzt schon investieren möchte, wenn er es denn investieren möchte, empfehlen, mal Resi Village in VR zu spielen. Das ist ja total krass. Also dabei hat es mich ja gestern echt ein bisschen aus den Latschen gehauen. Dieses da werde ich nächste Woche, glaube ich, mal ins Büro gehen. Irgendwas stimmt nicht. Es muss funktioniert haben. Mit den Enzymen hätten wir einen Frachter auflösen können. Okay, ich entsperre das Lebensmittellager. Gehen Sie zurück und schicken Sie den Bastard ins All, solange es noch geht. Und das mal ein bisschen durchprobieren, was die Kamera da, was die Brille da kann. Schwerelosigkeit aktiviert. So, wo muss ich jetzt hin? Oh, hallo. Dann hatte ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen eine Demo gespielt von einem, ich glaube, Echoes of the Living oder so heißt das. Das sieht wirklich aus wie
Resi 2, also sogar das, wie die Sachen so arrangiert sind von der Stadt und so, ist total nah an dem Ding dran. Ist allerdings, also wie das Original Resi 2, aber dann halt mit moderner Grafik, aber von der Steuerung 1:1 wie Resi 2. Also wirklich die Panzersteuerung, oh, dass du dich drehen sollst. Also du kannst, also kannst dich nicht mehr auf der Stelle drehen, sondern musst wirklich die erst in die Richtung drehen, in die du vorwärts gehen willst. Wo ich auch so dachte, das ist so ein falsch, also das völlig Falsche von der Nostalgie, ja, sich zu nehmen. So nach dem Motto, wir fanden das doch nicht geil wegen dieser scheiß Panzersteuerung. Wie kommt ihr denn da drauf? Wir wussten, es gab nur noch keine cleverere Lösung und das Game war noch nicht so weit. Vielleicht fanden die Macher das ja geil. Also das ist ganz, ganz schlimm. Also fand ich es vom Ansatz total cool, dieses mit der festen Kamera und dann aber schöne Grafik heutzutage. Ich hätte voll Lust mal wieder auf so eine Art von Spiel in schön. Also wo die Kamera fest platziert ist. Ich fand ja The Medium deswegen so cool, auch wenn es sicherlich Schwächen hatte, aber ich fand das gerade in der ersten Hälfte echt total cool. Ja, auch mit diesen sehr erzählerischen und wenig Kämpfe jetzt und eher so ausweichen. Gab es überhaupt Kämpfe? Und auch mit nicht so richtig, ne? War ja auch alles eher so, ja, vermeiden. Ja. Das mochte ich. Da ist ja am 24. Februar ist ja irgendwie noch eine neue Version von der Enhanced Edition von Silent Hill 2 rausgekommen. Ach so. Das ist ja so ein Leichenbogen reingesprüht. Und das habe ich ja nie richtig gespielt, aber da habe ich auch irgendwie voll Bock da mal noch. Also bevor das Remake kommt, ich habe das Original gemacht, das schon. Ich glaube, da warte ich gleich aufs Remake. Das. oh je, jetzt wird es irgendwie. Jetzt wirkt es irgendwie jetzt schon gefährlich hier. Jetzt warte mal, bevor ich jetzt hier zum Lebensmittellager gehe, was gibt es denn hier jetzt noch an. Gibt es hier noch irgendwie Nebenkram zu tun? Also, da ist eine Dreiertür, da komme ich noch nicht rein. Missionen. Den Rig im Maschinenraum, da komme ich jetzt noch nicht hin. Geschützgraben, Hangaranlage, genau, das waren die. Echt das einzige bis jetzt. Ah! Oh! Oh, ich depp. Das war sehr unnötig. So, und jetzt muss irgendein Bastard ins All geschickt werden. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Echt, wo er weißt? Das sage ich euch, wenn wir zum Ende hin. Oder sage ich mal, nach dem großen Twist erzähle ich euch warum. Okay. Schleudere den Leviathan ins Weltraum. In den Weltraum. Ins Weltall. Also das war jetzt quasi nur so wie so eine Art Navi-Ansage. Oder was wolltest du uns jetzt sagen? Nur um mal... Der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzym. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Das ist immer das Beste, wenn man keine guten Ideen mehr hat, einfach die schlechten machen. Das ist. Das machen die Menschen seit tausenden von Jahren. Ja, eigentlich immer. Oh. Schwerelosigkeit aktiviert. Okay. Vor allen Dingen ohne vorher die guten auszuprobieren. Also hier ist ganz viel Sprengzeug. Was möchte ich denn jetzt hier machen? Mir sind die Kinder im Hof so ganz laut. Ich hoffe, das hört man nicht auf der Tonspur. Oh, jetzt kann ich hier nicht mehr landen. Oh Gott! Ah, das war also das Problem. Boah, das sieht ja so cool aus. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit meinen Sprengfässern? Bestimmt auf die Hälfte hier. Aber wahrscheinlich, wenn die rauskommen, dann sieht man... Ja, dann muss ich ihn aber erstmal ausweichen.
Ah ja. Ja, das ist aber schon mal der richtige Ansatz, würde ich sagen. Oh. Au! Au. Man muss ihn nur richtig nutzen. Ja, das ist leichter gesagt als getan erstmal. Noch einen habe ich. So, jetzt sind hier natürlich keine Sprengfässer mehr. Ah, da kommt er hier wieder raus. Einer weg. Schon mal. Sehr gut. Ah, falscher Moment zum Nachladen. Vielleicht geht's noch. Gerade so nicht. Schade. Was ist los? Wie schaut's aus? Komm drüber mal. Ah, die kannst du greifen und dann. Ja, sehe ich. Ah, wunderbar. Voller Treffer. Ah, das Licht ist schon geil hier, ne? Ja, der Hammer. Zeig doch wieder Schattenwurf. Macht so viel aus. Irgendwie tut ihm das nicht so richtig weh, oder? Wenn ich in diese Brocken wieder zurückschieße. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich denke schon, dass das die Lösung ist. Au, das war auf jeden Fall nicht die Lösung. Ja, wollte gerade sagen. Ich glaube, ich muss. Ich darf nicht die Kugeln treffen, die dann auch noch kommen, sondern. Muss mir quasi eine schnappen, den anderen ausweichen. Nee, ich muss ihm dann schon in den Hals schießen. Toxische Gefahr registriert. Oh. Ach Gott, komm, ist die zweite Phase. Ah. Tatsächlich ganz schön lange und dauert. Achso, jetzt. Da wäre noch so ein Abzweig-Dash gut. Ah ja, oh, das kann man wohl sagen. Oh Autsch. Mann, ey. Ja, und dann nochmal und nochmal. Oh Mann. Er ist schon sehr träge, Isaac. Was? Boah. Reicht's dann aber mal. Hallo. Was ist denn jetzt der Trick? Ich hab nur noch für 8 Sekunden Luft. Wo ist denn hier Luft? Nee, oh, jetzt hat er mich erwischt. Ah, fuck, ey. Das lief überhaupt nicht gut. Naja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge wagen wir einen weiteren Versuch.
oder? Da muss ich mich jetzt erst nochmal sammeln. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machst du es richtig halt. Ja, das ist doch eine gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.